Willkommen zu Dragon's Crown Pro. Wir werden wieder unsere Verbündeten wählen. Wir nehmen Merlin Level 10 mit, Jakob Level 9 und Bavarit Level 7. So, da wir im letzten Part keine Level-Ups bekommen haben, machen wir jetzt Nebenquests. So, hier müssen wir in die antiken Tempelruinen, zerstöre die Lieferung der Orks im Hafen. Okay, dann gehen wir mal in die antiken Tempelruinen. Diesmal benutzen wir die Karte. So, Level 15 ist hier nämlich nötig, oder der Boss ist mit Level 15, hat Level 15 und wir sind jetzt Level 9. Geisterschiff, Katakomben, antike Tempelruinen. Many things lie within the ruins of the old Elysian Temple, some quiescent. Some far less so. An ancient dragon, spoken of in myths, is said to have destroyed the Elysian civilization in one night. Okay, unser Magier hat da einen Baum beschworen. The Orc army is apparently getting here via the waterway. Their cargo is various articles from ships that had been reported missing. Okay, Quest erfüllt. It's my turn. Simple. Oh yes. Oh yeah. So, wir haben jetzt die Quest erfüllt, heißt das, wir können jetzt wieder raus. So, probieren wir es mal. Also, Anfrage prüfen. Quest abgeschlossen. Hier steht es. Abenteuer verlassen. Möchtest du dein Abenteuer verlassen und zum Dorf zurückkehren? Ja. Level up. Du hast die folgende Quest beendet. Gehe zur Abenteuerhilfe, um deine Belohnung zu erhalten. Das kann alles nicht. Das können wir verkaufen und wenden. So, bevor ich zur Abenteuerhilfe gehe, mache ich die nächste Quest. So. Alte Hauptstadt, töte 10 Gegner auf dem Rücken eines Dragonlisken oder Sibelzahns. Okay. Das heißt, ich muss zuerst ein Reittier besorgen und damit dann 10 Gegner töten. Das bringen wir nicht aus. So, alte Hauptstadt. Hier. These are the ruins of the ancient capital city. It was destroyed following an invasion from the Northern Empire. Now it is a dangerous place, full of dragons and wyverns. Au. Ah, ich habe auch keine. Ich habe niemanden dabei. Alleine wollte ich da eigentlich nicht reingehen, aber
Macht ja nichts. Oh, er ist einfach reingesprungen. Und die Zauberin ist auch dabei. Enemies. Ein Rett hier. Stärke über Stärke. Bewegt vorübergehend Unbesiegbarkeit. Ja, genau hier, wo ich es nicht so wirklich brauchen kann. Yes. Oh yeah. So, gehen wir da rein. I got it. Oh crap. Huh? Okay, das hat nichts gemacht. Das hat was gemacht. Freund der Schatzjäger enthüllt einen versteckten Schatz. Oh yes. Done. Okay, nichts. Okay. They're coming. Okay, das war ein Zauber, der mir Geld bringt. So, wo ist denn jetzt dann ein Rettier? Hier.
trink einen für mich. Zusätzlicher Gegenstand vorrätig. Es. Ich hoffe, dass die Bübern jetzt nicht kommen und die. Gegen die will ich jetzt eigentlich nicht kämpfen, wo ich gerade ein Reittier habe. Ach, kacke. It is almost as if this region has regressed to primeval times, an era when reptiles ruled the world. After defeating the Wyvern, you quickly leave the territory. Das lasse ich schätzen. Gut, die nehmen wir mit und die nehmen wir mit. Den Rest verkaufen wir. Ah, das heißt, ich muss nochmal hier rein. Und jetzt nehmen wir gleich unsere Verbündeten mit. All right. Probieren wir es nochmal, aber vorher einmal kurz Sachen reparieren. Welcome to my shop. What would you like? Kann ich nicht am Anfang diesen Zirbelzahntiger oder was das ist übernehmen? These are the ruins of the ancient capital city. It was destroyed following an invasion from the Northern Empire. Now it is a dangerous place, full of dragons and wyverns. Aber nein. Okay, einmal ein Schnelldurchgang. Nee, das war nichts. Simple. So, da gehen wir wieder rein.
Auch wenn das wieder eine Falle ist. Oh, das ist keine Falle. Dafür bekommen wir wieder einen Schatz. Simple. So, ich kann nicht zurücklaufen, oder? Nein, ich kann nicht zurücklaufen. Das ist ein Problem. Denn hier weiter kommen jetzt wieder die Wyvern. Muss ich das vielleicht allein machen? Ah, oder ich... Ja, das bringt nichts. Meine Leute machen zu viel Schaden. Ja. Okay. It is almost as if this region has regressed to primeval times. An era when reptiles ruled the world. Oh, wir haben wieder ein Level abgehalten. Ah, schaut nicht so schlecht aus. Da haben wir eine A-Waffe. Nehmen wir mal mit und das auch. Nehmen wir auch mit, den Rest verkaufen wir. So, Ausrüstung, wie sieht es hier aus? Die sieht mir um im ersten Blick um einiges besser aus als die hier. Feuerresistenz bei 0 LP verursacht Schaden plus 11% Max GP plus 5. So. Okay, wir holen wieder unsere Begleiter hinzu und machen jetzt mal eine andere Quest, denn die muss ich wahrscheinlich alleine machen. Welche machen wir denn? Eine schauen wir uns noch an. Töte 10 Gegner auf dem Rücken. Oder ich muss es öfter machen, ja. Genau. Sammle 10 Spuren von Mykoniden. Finde Pilze in Wallaces Untergrundlabyrinth. Ja, okay. Machen wir Wallaces Untergrundlabyrinth. Und diese eine
Quest mit dem auf dem Rücken eines Reittiers werden wir ein andermal machen. So, Untergrund Labyrinth. Da waren ja die Pilze drinnen. This underground labyrinth is said to have been made in a single night with powerful magic. It is a dangerous place, replete with traps. It bars entry to all who would dare. Diese Pilze, was hier herumlaufen, muss ich anscheinend töten. Und die lassen uns Sachen fallen. Was sprung and the door magically closed fast. Slime creatures are weak against fire. The torch on the wall could be used to great effect. The clink of metal hitting the ground can be heard. You obtain a magic key to open the door. So, und draußen. Gebe ich eine nette Leiche ab. I got it. Simple. Gut, das Rätsel kennen wir auch schon. Und ich habe schon mal gesehen, wie es funktioniert. Und zwar müssen wir die Farben eines Regenbogens aktivieren, aber anscheinend habe ich eine Farbe falsch. Rot ist doch dabei, grün ist dabei, gelb ist dabei. Ist ein Blau nicht auch dabei? Irgendeine Farbe ist falsch. Oder die Reihenfolge ist es ja nicht gewesen. Welche Farbe habe ich drinnen, die eigentlich nicht dabei ist? Das ist jetzt blöd.
Warte, ich will letztlich doch da. Rot ist dabei, gelb ist dabei, grün ist dabei, blau ist dabei. Okay. Eigentlich waren es die Farben eines Regenbogens, aber irgendwas mache ich falsch. Let's see. Simple. So. They're here. So, habe ich eigentlich schon irgendwas von dem Auftrag? Nein. Oh. Hier. So kann ich leider nicht. Die habe ich schon angeschlagen jetzt. Gibt es noch andere? Ja, hier. So, Quest erfüllt. Aber wenn wir schon da ziemlich am Ende von der Quest sind, können wir die auch noch fertig machen. Jetzt sollten ja gleich die Käfer kommen, die Endbosse. Destroy the cocoons before they hatch into beetles. You left the fungi-infested underground labyrinth. Okay. Gut, zwei Quests abgeschlossen. Ist jetzt nichts dabei, was mich anspricht. Verkaufen, beenden. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal reparieren. Welcome to my shop. What would you like? Da
Dann schauen wir ganz kurz, ob wir höhere Begleiter haben. Wandering One, how can I help you? Level 13. Dir gebührt mein Dank. So, Level 9, Level 8. Oh, und Dorothea. Dorothea oder Sherry. Sie hat Zauberschutz dabei. Sie hat nichts Spezielles dabei. Nehmen wir sie mit Zauberschutz. Ich bin ja so dankbar. Gut, jetzt geben wir die Quest auch ab, die wir beendet haben, die zwei Stück. You have a request. So, Erfahrungspunkte, Fähigkeitpunkt und Gold. Du kannst jederzeit Kunstwerke, die du von Quests erhalten hast, ansehen, indem du Galerien der Gilde auswählst. Wespenbussarde, Fresser der Wespen. Eine vorgeschobene Einheit der Orks hatte die Ruinen erobert und aß gedankenlos die Eier und Küken von Wespenbussarden. Dies führte zu einem merklichen Rückgang der Population der Wespenbussarde in Headland. Die großen Vögel bauen ihre Nester in Höhlen und Ruinen. Sie fressen hauptsächlich Insekten, Reptilien, andere Vögel, Eier und kleine Säugetiere. Ihr Leibgericht sind jedoch Wespen. Dafür greifen sie sogar gezielt Wespennester an. So haben sie sich die Spitznamen Fresser der Wespen und Wespenbussard verdient. Da die Orks nun zurückgeschlagen wurden, wird sich gewiss bald auch die Zahl der Wespen in der Gegend wieder verringern. Und erlesene Pilze. Pilzforscher. Die Experimente an den Pilzen wurden mit einer dreifachen Zahl an heiligen Barrieren vor Magie aus der Umgebung geschützt. Die Pilze wuchsen weder wie Mykoniden noch waren sie giftig. Zur selben Zeit erkannte man, dass die ungiftigen Pilze vom Geschmack her keinesfalls genießbar waren. Diese Ergebnisse waren eine Enttäuschung für Feinschmecker, die Gelehrten schreckten sie aber nicht ab. Sie werden auch weiterhin ihre Pilzforschungen durchführen. Oh, und wir haben eine neue Quest, der beste Freund des Menschen. Ein Mann, der für seinen Einsatz für die zahlreichen Wildhunde bekannt ist, die außerhalb der Stadt leben, kam voller Begeisterung mit einem Anliegen zu uns, in dem es um Höllenhunde geht. Und zufolge handelt es sich bei diesen Kreaturen um starke, wunderschöne und intelligente Hunde, die im Rudel leben und das Feuer beherrschen. Der Tierfreund ist jedoch bestürzt über die schlimmen Zustände, in denen sie hausen müssen. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass er sie zu weniger furchterregenden Tieren machen kann. Sieh los und finde Beweise dafür, dass Höllenhunde keine Gefahr für Menschen darstellen. Wenn du dich ihnen mit Liebe in deinem Herzen näherst, werden dich die intelligenten Wesen akzeptieren. Überstehe 5 Angriffe eines Höllenhunds. Und das verschollene Schiff. Das haben wir schon gelesen. Hab's anscheinend nicht angenommen. Ah, Fähigkeiten erlernen. 5 Punkte habe ich. Schädelspalter. Tödlicher Dreher. Du kannst in der Luft die Richtung wechseln, wenn du dich mit 4x drehst und dann in der Luft L drückst. Das nehmen wir. Brutaler Trieb. Kraftschlag und Schockwellen werden verstärkt. Werden Kreis aktiviert. Parade. Henker. Führe mehrere Kombo-Angriffe am Boden aus. Wird den Schaden, um die Chance Berserker auszulösen. Schwinge ein Drehangriff, der dich wohnen macht. Drücke L nach hinten, plus 4 nach einem Kombo-Angriff mit 4 Treffern auf den Boden. Gut, Berserker. Adrenalin. Erschüttert sich, wenn sich GP verringern. Das nehmen wir. Mutausbruch. Eiserner Wille, Opfer, Gebet, nein, das möchte ich nicht. Was haben wir denn nicht hier im Allgemeinen noch drinnen? Okay, da brauchen wir Level 13 noch ein Level ab, dann könnte ich das hier wieder erhöhen. Dabei ist die Heilwirkung von Nahrung.
Kompetenzen verringert der Einsatz einer vorübergehenden Waffe nicht die Zahl der Einsätze. Verkürzt die Abklingzeit nach der Benutzung von Gegenständen. Du kannst häufiger nacheinander ausweichen. Das ist richtig. Heute hat mir Slot-Gegenstände. Reichtum zu GP. Wenn du Münzen einsammelst, stellen sich GP wieder her. Dann nehme ich hier noch etwas. Treffe einen Gegner meines Ladan, um die Angriffsstärke und Geschwindigkeit zu erhöhen. Okay, dann war es das wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.